CE-Führerschein. Eine Prüfung ist das An- und Abkuppeln eines Anhängers. Hier ist der Fahrlehrer Bernd Kaiser. Grüß dich, Bernd. Hi Sven, grüß dich. Ja, und das ist Sabrina. Grüß dich. Hallo. Ja, das erste Mal LKW. Das ist für dich das allererste Mal. Ja. Du hast eben schon abgekuppelt, denn vor dem Ankuppeln muss man ja abkuppeln. Da haben wir ein eigenes Video zu gemacht, das werden wir gleich mal zeigen. Ja. Aber jetzt wird angekuppelt. Wie gehst du da vor bei deinem Training? Ja, also wir müssen auf jeden Fall erstmal alles erklären, dass der Fahrschüler auch weiß, was muss er denn eigentlich tun. Und da beginnen wir so, wie es auch in der Prüfung stattfinden soll. Jetzt erstmal die einfache Variante, dass wir direkt davor stehen und wir wirklich nur zurückfahren müssen, ohne irgendwie großartig zu versetzen. Und jetzt sprechen wir einfach die Punkte mal durch, wie es in der Prüfung auch stattfinden soll. So, wenn ihr mal gerade so lieb seid, mal entsprechend mitkommt, ihr beiden. Das ist so eine typische Prüfungssituation, die wir haben. Wir haben jetzt hier einen Starks-Anhänger, Tandem, der ist hier drin. Was könnte es noch sein? Also es gibt ja diverse Fahrschulen oder nehmen viele Fahrschulen genau diesen Anhängertyp? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen eben dieser Stadteichsel-Anhänger mit Tandemachse, was zum Rückwärtsfahren natürlich riesengroße Vorteile hat. Gerade bei uns jetzt im Reisemobilbereich sind wir mit dem Anhänger genau da, wo der Reisemobilfahrer auch hin möchte, weil der wird keinen Drehschemel-Anhänger fahren. Mhm. Drehschemel-Anhänger wäre die andere Variante. Ist das selten, dass Fahrschulen Drehschemel machen? Ja, ich sag mal, das ist eine 50-50-Mischung. Echt? Also immer noch? Es gibt schon noch Fahrschulen. Auch während der Prüfung? Ja. Okay. Es gibt schon noch Fahrschulen, die das machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Fahrschüler damit zumindest in der Ausbildung leichter klarkommt. Wir haben auch Speditionen, die Drehschemel-Anhänger fahren bei uns im Kundenkreis. Und die sagen einfach, dann kann der das am Hof mit dem Drehschemel auch weiterhin üben. Dann muss er nicht in der Fahrschule nochmal 2, 3, 4 Stunden mehr machen. Okay, was wir hier auch zeigen, ist die neueste Technik. Also vielleicht auch ganz wichtig, es gibt nämlich diese Druckluftschläuche auch in einer entsprechend anderen Ausführung. Das ist aber im Fahrschulbetrieb auch selten. Wir haben jetzt in dem Fall bei den Druckluftanschlüssen eine Duomatik, dass wir eben nicht zwei einzelne Schläuche haben. Wird jetzt, also was heißt jetzt, schon seit längerer Zeit in der LKW-Branche auch immer mehr kommen, weil es einfach einfacher zum Anschließen ist und zum anderen störungsunanfälliger. Weil wir bei den normalen Anschlüssen, wenn man da am LKW mal herschaut, sehen, dass wir hier Gummidichtungen haben und diese Gummidichtungen, die wir auch in den Leitungen am Anhänger haben, dann irgendwann einmal abgenutzt sind, dann undicht werden, Luft verlieren regelmäßig, dann getauscht werden müssen. Und der hat jetzt beides. Ganz genau. Und wir könnten jetzt auch einen Anhänger fahren, der den normalen Druckluftanschluss hat oder eben wie in dem Fall unsere Duomatik, wo wir beides in einen haben. Und da haben wir eben auch nicht das Problem, dass wir den falschen Schlauch zuerst anschließen. Da ist es dann egal. Und die Reihenfolge, wenn man hier zwei Schläuche hätte? Sabrina, hau raus. Reihenfolge bei Rot und Gelb. Also beim Abkuppeln muss man erst den roten. Weil Rot allein darf niemals sein. So schaut's aus, genau. Rot allein darf niemals sein. Eine kleine Brücke, Eselsbrücke für dich. Ja. Sehr schön. Ja, bitte. Was ist zu tun? Genau, wir sind jetzt hier an unserem Fahrzeug dran. Wenn wir hinfahren am Anhänger, dann halten wir so ungefähr, so wie wir es jetzt haben, in 1 bis 2 Meter Abstand erstmal an. Checken ab, ob denn überhaupt die Richtung ungefähr passt. Das heißt, so Blick über die Deichsel. Sabrina, schaut euch mal drüber, dass wir da reinschauen. Wie sieht es denn ungefähr aus? Dann können wir schon mal abschätzen, müssen wir noch ein bisschen rechts oder noch ein bisschen links. Okay. Na, so können wir sagen, okay, das haut schon mal grob hin. Ja. Ab dem letzten Meter darf auch der Fahrlehrer Richtungsangaben geben und auch den Abstand anzeigen, dass wir die Möglichkeit haben, auch wirklich genau hinzufahren, weil der Anhänger mit Startdeichsel eben vorne sich nicht bewegt. Also sollten wir es einigermaßen genau treffen. Okay. Wenn wir das schon mal haben, dann können wir auch ein bisschen so in die Hocke mal gehen und schauen, wie sieht denn die Höhe einigermaßen aus. Kommt das grob hin mit unserem Zug mal? Sehen wir so auch. Das schaut ganz gut aus. Und dann sollten wir natürlich, bevor wir da hinfahren, auch mal abchecken, ist der Anhänger richtig gesichert? Ja. Haben wir Unterlegkeile drunter? Haben wir die Bremse drin, dass da nichts passiert, wenn wir dagegen fahren sollten? Okay. Nächster Punkt ist für uns jetzt zwar nicht unbedingt so relevant, weil wir ja wissen, dass er passt, der Anhänger. Aber hat jetzt der LKW zum Beispiel keinen Duomatik-Anschluss und der Anhänger hat den Duomatik-Anschluss, brauchen wir gar nicht weitermachen. Weil ohne Bremse, wenn die nicht angeschlossen ist, dürfen wir gar nicht fahren. Genauso bei den elektrischen Verbindungen, dass wir da mal drauf achten, sind denn die Verbindungen, überhaupt die Steckverbindungen möglich zu unserem Fahrzeug oder haben wir da welche, die wir bei unserem Fahrzeug gar nicht reinbringen. Dann endet das Ganze. Dann brauchen wir gar nicht weiter anhängen. Für uns erstmal unrelevant, weil wir wissen ja, dass er passt. Also von daher müssen wir da schon mal keinen Bammel haben.
Der Anhänger ist gesichert. Wir haben die Unterlegkeile gesehen. Wir haben beim Rundgang jetzt schon mal gesehen, alles klar. Unsere Wechselbrücke ist ordentlich drauf. Plane ist gespannt. Ruhig einmal eine Runde um den Anhänger rumlaufen, dass wir sehen, da liegt der Keil davor. Auf der anderen Seite sollte er dann dahinter liegen, weil wir in der Ebene stehen. Hinten Bordwände sind geschlossen. Anhänger hat TÜV. Ansonsten einfach so, der Rundgang passt denn alles, sind die Reifen in Ordnung, ist irgendwas platt? Weil wenn da technisch was kaputt ist, brauchen wir logischerweise gar nicht losfahren. Anhänger hat TÜV, kommt selten vor, die Frage, aber sie wird gestellt. Natürlich, weil wir die Prüfung ja beim TÜV machen und dann fragen die TÜV-Prüfer auch gerne mal nach, wie sieht es denn mit TÜV aus? Mhm. Er kommt selten vor, aber dann sollte man natürlich die Plakette lesen können. Wir haben es im Theorieunterricht durchgemacht. Also wir können sie lesen. Ist das jetzt eine Frage, wo der fragt, fehlt denn noch was? Nee. Und denkt auf den TÜV, sondern er fragt ganz, ganz gezielt. Oder? Ja, das wäre ja richtig beingestellt. Also es sind ja auch Menschen, die Prüfer. So gemein sind sie dann auch nicht. Also da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir haben es damit mit coolen Typen zu tun. Sehr schön. Okay, wenn wir jetzt so weit sind, haben das Grobe erstmal abgecheckt. Bevor wir jetzt rückwärts fahren, brauchen wir einen Sicherung. 100 Punkte. Nächste Sache, bevor wir jetzt anhängen wollen, müssen wir das Zug mal aufmachen. Weil wenn das Zug mal geschlossen ist und wir fahren rückwärts, das wäre übrigens ein großer Fehler. Wenn wir jetzt gegen den Bolzen fahren würden, würden wir ja eventuell einen Schaden verursachen. Okay. Deswegen Zug mal auf, ganz wichtig. Mhm. Zieh mal bitte an, Sabrina, wir öffnen das Zug mal. Okay. Dann zeige ich dir nämlich gleich nochmal was dazu. Darf ich auch rein theoretisch? Ja, natürlich, natürlich. Sehr schön, super. Jetzt sehen wir hier zum einen deinen Kontrollstift, der rausschaut. Okay, ne, so dürft man nicht fahren. Ja. Und zum anderen, wenn wir jetzt mal reinschauen, der Bolzen, der ist nicht ganz verschwunden. Der ist noch leicht unten. Okay. Deshalb ist es wichtig, dass die Höhe der Deichsel passt, dass wir nicht zu hoch sind. Weil wenn das zu hoch ist, der Anhänger, fährt der gegen den Bolzen und geht nicht rein. Deshalb lieber ein Zentimeter tiefer und wir fahren da dagegen und es schiebt hoch, wie dass wir zu hoch sind und dagegen fahren. Okay, das passt soweit. Höhe haben wir abgecheckt. Dann fahren wir mal rückwärts und schauen, dass wir das Ding ranbringen. Ne? Okay. Und ich bin der? Sicherungsposten. So sieht's aus, ganz genau. Ja, was ist da zu tun beim Posten? Der Sicherungsposten ist immer dafür da, um jetzt eben abzusichern, dass keine andere Person zwischen Anhänger und LKW hin und her läuft und dann verletzt werden kann. Blickkontakt sollte da sein, also vorher die Verbindungsaufnahme. Hand raus, Daumen hoch, so sieht's aus. Und warne mich vor. Und warne mich. So sieht's aus, vor Gefahren. Wenn da irgendetwas kommt, dass der Sicherungsposten laut halt, ruft, Hände nach oben streckt, Fenster beim Fahrer ist unten, dass er es auch hört. Mhm. Weil bringt ja nichts, wenn der sich da draußen einen abbrüllt und der Fahrer kriegt es nicht mit und fährt trotzdem weiter. Mhm. Okay, Sabrina, Feuer frei, legen wir los. Let's go, so schaut's aus. Sie macht das so gut. Ja, wunderbar. Naja, also das läuft, wie gesagt, wir sind jetzt da. Das ist kein Fake, das ist jetzt eine echte Fahrschülerin. Ja. Ja, sie fährt nicht seit 10 Jahren Fernverkehr. Nee, wir haben jetzt heute zum ersten Mal An- und Abhängen gemacht. Genial, also wir haben es theoretisch durchgesprochen. Theoretisch, klar, ja. Im Theorieunterricht schon. Und jetzt führen wir es praktisch durch und jetzt macht es dann die Übung. Wir wiederholen das Ganze 2, 3, 4, 5 Mal, bis es 100%ig klappt. Dann brauchen wir keine Angst vor der Prüfung haben und dann läuft die Nummer. Yes, sehr gut. Verbindungsaufnahme passt. So, sie hat jetzt den Vorteil, sie hat eine Rückfahrkamera. Wenn die verbaut ist, darf man die auch verwenden? Ja, alles, was serienmäßig im Fahrzeug verbaut ist, darf verwendet werden. Alles klar, machen wir mal aus, Sabrina. Ja, eine schöne Situation für dich. Ja, wir haben genau das, was wir wollen in der Ausbildung. So ist es geil, weil wir kommen ja gleich dazu. Vielleicht sieht es der eine oder andere schon vorher. Gut, noch deutlicher kann man nicht werden. So, Sabrina, erster Prüfpunkt. Was müssen wir tun? Erst prüfen, ob der Kontrollstift
drin ist, ist er natürlich nicht. Ist er, ja, wie geil. Also ich wünsche es mir ja immer in der Ausbildung, dass genau das passiert. Weil ja. In der Ausbildung, wenn wir das haben, können wir jetzt die Möglichkeiten durchspielen, was tun wir denn, dass es funktioniert. Genau. Wenn das erste Mal in der Prüfung passiert, ist es ärgerlich, dann kriege ich den Flattermann und weiß ja. Nicht, was ich machen soll. Okay. Und jetzt können wir schauen, okay, Möglichkeiten. Welche haben wir denn, dass wir das theoretisch, haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was können wir tun? Hoch- und runterpumpen, okay. Zum Beispiel. Möglichkeit, Luftfahrwerk mit der Fernbedienung wäre eine Möglichkeit. Ja. Haben oder wir noch eine? Anfahren, bremsen. Okay, dass wir so ganz bisschen ruckeln. Genau. Wir versuchen beide Möglichkeiten richtig, in welcher Reihenfolge erstmal egal. Okay. Wir fangen jetzt einfach mal an mit ein ganz bisschen vorwärts, rückwärts ruckeln. Okay. Nur ein ganz bisschen. Lass das Fenster offen, hör ein bisschen raus, vielleicht macht es irgendwann mal klack, ja. Dann kannst du aufhören. Wenn wir da zweimal vorwärts, rückwärts geruckelt haben ja. Und es macht nicht klack, Motor aus, aussteigen, gucken, was los ist. Wenn es immer noch nicht drin ist, probieren wir Möglichkeit 2 mit dem Luftfahrwerk. Also immer erst Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Genau, dass wir einfach nur ein ganz leichtes Ruckeln dadurch bewirken. Okay. Probieren wir einfach mal aus. Ja, super. Ja, genau das ist, wenn das, was wir uns wünschen, dass genau das passiert, dass es in der Ausbildung eben mal nicht klappt. Das ist kein Fehler des Fahrschülers. Das ist einfach dem geschuldet, dass der Stadteichselanhänger nicht beweglich ist. Der ist auch ganz neu. Ja. Wir haben da keinen Verschleiß am Zugmaul, am Bolzen. Und da wird es natürlich dann eng. Und da müssen wir es relativ genau treffen. Und dann ist eben unser Ziel, dass wir einfach Möglichkeiten bieten, wie kann ich das Problem denn einfach lösen. Heißt der Stadt oder Star? Starr-Deichsel, weil du sagst immer Stadt-Deichsel. Stadt-Deichsel. Ich mach das ganz schnell, die Franken sind ganz sparsam. Ganz schnell, die Franken sind sparsam. Genau. So, mal gucken, ob der Sicherungsstift, das rote Ding da, ob das jetzt reingeht, wenn sie hin und her fährt. Und wieder zurück. Ja, will nicht. Ist doch gar nicht schlecht, dass er jetzt nicht will. Ja, es ist gar nicht so verkehrt, dass er nicht will. Okay. Krass, jetzt spielen wir alles durch. Ja, das ist ja genial. Genau das ist ja das. Also, da geht man ja fast dann ab. Das ist ja genial. Genau das wünschen wir uns ja. Sabrina, bleib mal ganz kurz drin. Wir drücken gleich, weil ich greife mal vor, es hat nicht geklappt. Ja, war mir klar. Vorführeffekt. Ja, genau. Wir drücken jetzt auf unseren Startknopf, ohne die Bremse zu betätigen. Ja. Und schauen, dass da vorne in der Mitte unser Display angeht. Wenn jetzt noch nichts passiert, drücken wir zweimal. Ja. Jetzt fährt gleich was hoch. Okay. Jawohl, jetzt sehen wir, Zündung ist an. Wir kommen mal nach außen, schauen uns die Fernbedienung an. Jetzt kannst du auch mit raus, dann machen wir das gleich mal durch. Genau, vorbildlich immer rückwärts raus, immer drei Körperteile am Fahrzeug, dass man da nicht rausfällt, weil wir doch eine gewisse Höhe hier haben. Naja, ungefähr, ich schätze mal 1,50, 1,60. Lang. Das reicht, um sich richtig weh zu tun, wenn man auf die Schnauze fällt. Jetzt haben wir hier unsere Fernbedienung. Ja. Fernbedienung, wenn wir jetzt irgendwas wählen wollen, gehen wir einfach mal nach rechts oder links. Mhm. Grün ist immer alle Achsen, damit könnten wir alle hoch und runter fahren. Wollen wir in dem Fall gar nicht, es reicht uns ja die Hinterachse. Genau. Also gehen wir nochmal nach rechts, haben hier die hintere Achse und wenn wir jetzt nach oben anwählen, fährt der hoch. Mhm. Der Actros macht das echt schnell. Ja. Deswegen, sobald wir gedrückt haben, gleich wieder Stopp drücken, dass er nicht uns durch die Decke schießt. Probier mal einfach. Ja, warte, ich muss das filmen. Ja, ja. Weil ich auch filmen muss, was passiert. So. Okay. Genau. Versuchen wir einfach mal. Ja. Okay. Genau. Yep. Krass, es hat funktioniert. Also mit der Luftfeder einmal rauf und runter. Dadurch wurde die Kupplung komplett frei. Ich kann ja auch sagen, was passiert ist, warum es denn passiert ist. Ja, in dem Moment, wo sie hochgefahren hat und hat wieder runtergefahren, war der Anhänger für einen kurzen Zeitpunkt komplett frei. Das heißt, er hatte keine Spannung mehr. Ja. Und dann hat es klack gemacht. Ja, das ist genau das, was wir eigentlich wollen, weil durch diese Bewegung, die Hinterachse hebt sich und der Anhänger geht mit, haben wir dieses, so Wippen, sage ich einmal. Ja. Und durch dieses bisschen hin und her spielen reicht es oft aus, dass er eben gar durchgeht, der Bolzen.
Ja, super fangen. Sache. Wir haben wieder auf Fahrniveau gemacht. Geniale Sache. Sehr gut. Okay. Ja, und ich finde es genial. Genau ja. Das wünschen wir uns, dass das in der Ausbildung passiert. Hast du das erste Mal in der Prüfung, dann machst du ins Hemd und sagst, ja Mist, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und so können wir zum Prüfer sagen, ja, ist nicht drin. Ist aber wurscht. Wir bieten Lösungsvorschläge. Was können wir machen? Nebendran hinstellen. Das Heulen anfangen bringt nämlich gar nichts. Der will sehen, ey, wir wollen wissen, wie es jetzt weitergeht. Okay, haben wir gemacht. Ja. Passt. Kontrollstift ist drin. Der Sven hat uns auch nicht verarscht. Also können wir schon mal weitermachen. Okay, jetzt stehen wir da vorne. Was tun wir jetzt? Die Verbindungen herstellen. 100 Punkte. Sabrina, legen wir los. Du packst ja gleich das Beste. Ja. Auch hier gilt Kopf. Ja, genau. Also ich wiederhole so oft. Denkt bitte an euren Kopf beim Hochgehen, dass wir uns da hier nicht die Birne aufhauen. So, hier haben wir auch ein bisschen mehr Licht. Ja, genau. Das wird da so rein. Genau. Jetzt musst du erst wieder... Erstmal. Ja, sind wir oben noch nicht ganz drin. Schauen wir mal, ein bisschen müssen wir noch oben rein, dass wir es noch ein bisschen hochschieben. Boah, das ist gar nicht so einfach. Nee, genau. Ja, genau. Ja, noch nicht ganz. Noch ein bisschen müssen wir hoch. Ein paar Stunden bei der CE. Schau mal, genau. Ja. Jetzt wenn wir da noch ein bisschen noch mal weiter aufmachen, den linken nach unten. Genau, so. Jetzt ist er drin. Okay, jetzt hoch. Passt. Jawohl, genau. Das ist auch so eine Sache, gerade mit dieser Duomatik, weil es doch die Feder schon auf Spannung ist. Ja. Also man muss es einfach 4-5 Mal gemacht haben. Und das ist genau das, was wir dann regelmäßig halt wiederholen, dass wir da in der Übung sind, dass wir bei der Prüfung die Verbindung nicht hinbringen. Also genau das müssen wir üben, dass wir das einfach regelmäßig machen. Das sieht einfacher aus als es ist. Es sieht einfacher aus, wie es ist. Ist so. Ja. Und jetzt auch gleich, wir hören ja jetzt schon, es zischt nichts. Also scheint es dicht zu sein, ja. Scheint zu passen. Ich darf dich mal kurz fragen, was du im normalen Leben machst. Also die Leute denken ja jetzt, du willst vielleicht Fernfahrer werden. Nee, so nein, ist nein, es nicht. Nein. Also grundlegend geht es ums Wohnmobilfahren. Dafür brauchen wir den großen LKW-Führerschein. Weil ihr eben ein Wohnmobil habt, was schwerer ist als 7,5 Tonnen. Als 7,5 Tonnen, genau. Ja, genau. Und du bist eigentlich in der Alten- und Krankenpflege. Richtig. Das ist so der. Genau. Also nicht, dass die Leute denken, du bist jetzt Profi-LKW-Fahrerin und bist hier Schauspielerin. Nein. Du machst wirklich einen Führerschein. Du, genau. Und du hast vor 5 Tagen noch gesagt, ich will nicht vor die Kamera. Stimmt. Ich habe das gestern noch gesagt. Aber ist halt so wild, oder? Ich mach's einfach jetzt. Danke dir. Es geht darum, anderen Leuten Mut zu machen. Es ist gar nicht so wild. Also ihr kriegt das hin. Das sind alles so Sachen. Und all das hier, das sieht jetzt unmöglich aus. Ja. Also du sagst, Mädels, ist halb so wild. Das, was die Jungs hinkriegen, das kriegen wir schon zweimal hin, oder? Auf jeden Fall. Sehr schön. Sorry, ich muss da gerade nochmal, weil es sieht, sie macht so professionell, dass man denkt, sie wäre hier Schauspielerin und macht vielleicht Fehler extra oder so. Nee, wir ziehen die Nummer ganz normal durch hier in unseren Kompaktkurs, wie mit jedem anderen auch. Und mit der Sabrina macht es einfach ultra Spaß. Also wir haben da unsere Freude dran und auch gerade mit dem Anhängerfahren. Ich finde es auch ultra interessant, wenn man am Anfang so mitkriegt. Fällt es schwer. Ich habe ein bisschen Respekt einfach. Ich würde es nicht unbedingt sagen Angst, aber Respekt vor dem großen Fahrzeug. Gerade im Wohnmobilbereich will man ja auch nichts kaputt machen, weil es unter Umständen teuer wird. Und genau das, diesen Fortschritt zu sehen und diese Angst, wie die einfach schwindet, weniger wird und wie es zu Spaß wird, ist jedes Mal genial. Ja, so, wir machen weiter. Vorher steht natürlich die Prüfung. Da hast du vieles gelernt. Ja. Auch hier. Das muss man erstmal lösen und dann kann man die eigentlich rausziehen. Genau, es war jetzt eben, wir hatten eben ja angehangen, deswegen waren sie nur eingehangen. Genau, das müssen wir mal gucken. Welches wir nehmen? Abgehangen meinte ich. So. Da gibt es einen Trick, wenn du mir das mal gerade zeigst. Richtig, genau. Hier hat man halt, ist alles geschlossen und das andere ist halt in der Mitte offen. Da ist ein Loch in der Mitte. Richtig, genau. Das sehen wir dann gleich. Und das eine passt nur und das eine kann man nichts falsch machen. Genau. Hier sieht man auch schon, da drin ist alles voll. Ist alles voll. Und einmal gerade rein. Genau. Genau. Und den Hebel einfach runter, dann ist es fest. Saubere Sache. Ganz genau. Denk wieder an deinen Kopf. So, das sind zwei verschiedene Leitungen. Was die genau können, die Leitungen, das wird nicht gefragt in der Prüfung, oder? Die Prüfer unterscheiden jetzt nicht und sagen, erzählen Sie mir mal, welche Leitung jetzt was macht. Im Endeffekt haben wir nur zwei Stück. Eine steuert das elektronische Bremssystem und die andere ist fürs Licht. So, und da sieht man das Loch in der Mitte. Genau. Auch das kommt voran.
Das kommt hier auf die andere Seite rein. Okay. Da sieht man es auch schon. Sieht okay, etwas anders da ist der Stift aus. In der Mitte. Richtig, genau. Also kodiert, kann nichts passieren. So, da auch der Tipp von dir, Bernd. Wenn es nicht reingeht, ein bisschen wacken. Wenn das leicht verdreht ist, dann funktioniert es nicht. Dann stehen diese Pins an und dann nicht mit Gewalt dran rum, wenn man diese Pins verdrückt. Da bin ich elektrisch echt nicht so begabt, dass ich hier den Stecker abzwick und neu einpinnen kann. Dann muss man zur Werkstatt, also von daher doch ein bisschen Gefühl. Also im LKW-Bereich ist auch nicht alles hau drauf und mit Gewalt, sondern auch da braucht man ein bisschen Gefühl. Okay. Super, okay. Gut. Haben wir? Ja, haben wir. Dann gehen wir weiter. Was machen wir als nächstes? Die Keile entfernen. Noch nicht ganz? Die Bremse lösen. Auch noch nicht? Das Stützrad. Ja, genau, genau. Weil die Sicherung des Anhängers ist beim Abhängen das Erste, was wir reinmachen. Und das Letzte. Ganz genau. Und das beim Anhängen das Letzte, was wir wegmachen. Somit also ganz zum Schluss die Bremse lösen. Ganz zum Schluss, das Allerletzte. Das Allerletzte, weil dann ist unser Fahrzeug möglichst lange gesichert. Sollte doch irgendetwas passieren, haben wir kein Problem, dass uns der Anhänger abhaut. Okay. So. Wir haben da wieder, dran denken, flache Hand. Und dann kurbeln wir das Teil hoch. Okay. Flache Hand. Flache Hand. Ja. So. Hat nämlich den Grund, hier vorne ist nämlich eine scharfe Kante. Und da könnte man sich dann verletzen. Das ist wahrscheinlich bei vielen Anhängern so, oder? Genau so. Es ist genau das Problem bei allen anderen. Wenn diese Stütze da in der Feder festhängt und ich drücke so dagegen, boxe ich quasi gegen den Träger. Der ist aus Stahl, keine Chance. Nee, so hart kann die Faust nicht sein. Okay. Okay, wir kurbeln hoch, Sabrina. Ja, gleich gemacht, falsche Richtung. Ist das schwer? Nein, das Drehen, das geht. Das okay. geht, das geht. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp. Es gibt einen Leerlauf, wenn du mir das mal zeigst. Ja, also wir haben hier jetzt, wenn wir so sind, haben wir ja gesehen, also das Stützrad geht hoch oder runter. Und wenn wir den Rappen drücken, den Hebel, jetzt könnten wir da leer drehen und dann würde nichts passieren. Da sollte natürlich der Fahrschüler dran denken, wenn er sich da hier jetzt einen abkurbelt und es passiert nichts, einmal anziehen und dann passiert schon wieder was. Alles klar. Also so wie wir es jetzt gemacht haben, Sabrina, passt auch. Also nicht komplett nach oben festknallen, weil dann haben wir das Problem, dass wir es eventuell nicht mehr gelöst kriegen. Also das muss gar nicht festgeknallt sein, sondern Hauptsache, das ist hier in der Führung drin. Okay. Locker. Ganz genau. Nicht mit Gewalt hin, rein, anziehen, gesichert, fertig. Okay, jetzt wandern wir wieder. Die Teile. Genau, sehr gut. So, da gibt es auch was zu beachten. Was ist zu beachten? Hier ist ein Loch und das muss quasi in die da rein. Führung rein. Genau. Okay. So. Auch da mit viel Feingefühl. Genau, das muss auch halt gerade sein, damit man es dann so draufstecken kann. Und jetzt? Und jetzt wird das Ganze. Also das war nicht ganz drin. Das heißt, man bewegt es ja noch ein bisschen. Da kommt der. Andersrum den Splinzer wieder. Andersrum. Dass er nach unten geht, genau. Und dann schau mal, dass du mit dem Geraden da in das Loch. Findest du das? Jetzt habe ich es. Super. Okay. Gut. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Wir wandern wieder weiter. Ist ja fast Sport. Ja. Ja, wir drehen uns am 7. Mai. Das ist ein ganz besonderer Tag. Mein Geburtstag. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe den Bernd noch gefragt. Du, Bernd, können wir nicht anfahren, ankuppeln und abkuppeln an meinem Geburtstag machen? Da hast du gesagt, ey, nix, kein Problem, mach mal. Happy Birthday. Genau. Bitte schön. So, jetzt haben wir den. Der wird auch wieder da richtig draufgesetzt. Weißt du, was ich cool finde, dass wir das so langsam machen, weil in vielen Videos wird es immer so schnell gemacht, ja.
dass man so. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und dann, ja. Und das ist so die Lernkurve, man kann nicht immer alles so in einer Minute kapieren, oder? Nein, nee. Nein. Ja. Muss man schon genau überlegen. So, wir werden sehen. Von der ersten Fahrstunde bis zur bestandenen Prüfung, da bin ich natürlich auch mit dabei. Ja. Denn wir werden mal gucken, CE-Prüfung ist am Freitag nächste Woche. Richtig. Der 17. Mai 2024. Und da werden wir mal schauen, ob der Champagner geöffnet wird danach. Ich will es hoffen. So, und jetzt? Und jetzt wird die Bremse gelöst. So, jetzt wird die Bremse gelöst. Ja. Dann wir den roten Hebel ziehen. Fast. Drücken. So. Genau. Gut. Okay. Super Sache. Jetzt haben wir die Bremse gelöst. Ja. Jetzt, bevor wir abfahren, sollten wir noch was checken an unserem Anhänger. Ob die Beleuchtung funktioniert. 100 Punkte. Jetzt, wie machen wir das? Soll ich mal schauen? Wenn du reingehst rein. Und mal das Licht einschaltest. Okay. Also es ist ganz wichtig, dass der Prüfling steht draußen und schickt den Fahrlehrer rein. Genau. Und du schreist dann, mach das, mach das, mach das. Richtig. Ja, genau. Jetzt darf ich mal Anweisungen geben. War Licht an? Und? Sag. Kennzeichenbeleuchtung funktioniert. Blinker rechts. Blinker links. Warnblink. Den Rückwärtsgang. Die Nebelschlussleuchte. Sehr gut. Einmal auf die Bremse. Auch super. So. Und jetzt? Jetzt gehen wir einmal rum. Einmal rum. Ja. So, hier haben wir die Lampen funktionieren auch. So, die Lampen an der Seite heißen? Seite. Markierungsleuchten. Seitenmarkierungsleuchten, genau. Jetzt haben wir die an der Seite. Genau. Du stehst 100% richtig. Die am Anhänger funktionieren auch. Das sind rechts und links und weißen. Genau, also unsere weißen Leuchten vorne, unsere Spurhalteleuchten funktionieren auch. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, weil wir waren jetzt dauerhaft da hinten links gestanden. Genau, einmal auf die andere Seite. Dass wir einmal die Runde um den Anhänger drehen, das zeigt mir dem Prüfer auch, dass wir das wirklich gemacht haben, dass wir alle Lichter überprüft haben. Wir. Es leuchtet. Also 1, 2, 3, 4 leuchten. Damit sind wir abfahrbereit, können losfahren. Gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Ja, eine Kleinigkeit gibt es noch. Wir sollten natürlich auch funktionieren, ob unsere Bremse vom Anhänger funktioniert. Das machen wir auch. Wir fahren mal an und treten dann kräftig auf die Bremse, um zu checken, ob beim Anhänger unsere Bremsanlage auch richtig funktioniert. Das klappt hier besonders gut. Ja, genial, weil wir hier eben genau die Möglichkeit mit dem Schotter haben. Wenn man da mal kurz und kräftig bremst, dann sehen wir auch, ob das Rad ganz kurz nur blockiert. Ist gar nicht arg viel. Und es ist dann trotzdem materialschonend, wie auf der Teerstraße da. Ja, sollten wir. Jetzt mal eine Frage. Ist es so, dass sie dich denn rausschickt und sagt, Bernd, guck mal nach, ob der richtig bremst? Oder weil sie kann ja nicht gleichzeitig fahren und... Beides geht nicht. In dem Fall sollte der Fahrschüler fahren, weil er selbst die Bremsprobe durchführt. Wir stehen draußen. Wir hatten den Fall noch nicht, dass es der Prüfer anders sehen wollte, weil der Fahrschüler soll ja zeigen, dass er das auch kann. Aber ich würde dich instruieren, schau bitte nach, ob das ordentlich bremst. Richtig? So machen wir das. Das könnte ich sagen. Du bist ja hier. Sagen. Genau, super. Bitte schön. Okay, Bernd, du guckst, ob das ordentlich bremst. Das mache ich hier. Reitbremse da jetzt wirklich so, ich sage mal so 5-6 km/h, dann mal kurz kräftig bremsen, wir gucken, ob da was passiert, kannst du ruhig kräftig bremsen, kann nichts passieren, wir sind im Schotter, so, Platz ohne Ende hier. Bleib mal hier, sie steigt jetzt vorne ein, macht die Bremsprobe und ich guck mal hinten beim Anhänger, heißt sie fährt so 5-6 km/h, tritt auf die Bremse und dann müsste hier das Rollen sofort stoppen, die Umdrehung. Letzter Test und dann geht's los. Ja, das Aufsatteln heißt das, oder? Aufrüsten? Aufbrücken oder abbrücken. Aufbrücken oder abbrücken. Jetzt mal eine Frage. Das Thema Ladungssicherung haben wir nicht gemacht. Nee,
Wir haben das Thema Ladungssicherung jetzt verkürzt. Das gehen wir dann speziell noch einmal durch, weil wir wollen ja heute natürlich auch noch fahren. Und dann machen wir da eins nach dem anderen durch. Also üblicherweise würde auch die Ladungssicherung mit dazugehören. Das heißt, man prüft anschließend, sie fährt und bremst. Er bremst. Hat funktioniert. Und dann hätte ich gesagt, können wir losdüsen. Alles klar. Also normalerweise schaut man nach. Ist zum Beispiel hier die Ladung ordentlich gesichert, die Wechselbrücke festgemacht? Sind hier die Spanngurte festgemacht? Ist das hier unsere Verschraubung, Twistlocks quer zur Fahrbahn? Quer zur Fahrbahn und so weiter. Also das gilt dann auch noch zu machen. Jetzt ging es aber eigentlich mal um das reine An- und Abkoppeln von so einem Anhänger. Dass wir das An- und Abhängen heute mal geschafft haben. Und zeitlich wollen wir natürlich auch noch was zusammenbringen, bevor es jetzt dunkel wird. Erste Fahrstunde CE bei Nacht müssen wir nicht unbedingt machen. Deswegen ist heute unser Ziel, einfach mal mit dem Anhänger ein bisschen Freund zu werden. Und dann kriegen wir das andere auch noch. Sabrina, vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Wir sind bei der Fahrschule Bernd Kaiser in Schlüsselfeld und das Ganze eigentlich spezialisiert auf Wohnmobile, aber gemacht wird die Prüfung dann auf dem LKW. Passt auch, denn es spricht ja nichts dagegen, dass du morgen mit der bestandenen Prüfung auch bei einer Spedition anfangen könntest. Gut, da fehlt noch ein bisschen was, aber es würde gehen. Also der CCE ist nicht nur für Wohnmobil. Du kannst alles fahren. Führerschein haben wir dafür die Klasse und wenn wir beruflich fahren wollen, brauchen wir Berufskraftfahrer. Weiterbildung, Ausbildung noch, aber möglich ist alles, ja. Ciao. Ciao, ciao, Sven.